Hallo, meine Lieben. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. An unserem Adventkranz brennen ja jetzt schon ganz viele Kerzen. Am ersten Adventssonntag haben wir die Geschichte vom Engel gehört. Am zweiten Adventssonntag haben wir gehört, wie der Nikolaus dem Arborizo hilft, gut zu werden. Am dritten Adventssonntag haben wir von Maria gehört, die von Gott groß gemacht wird, weil er ihr eine wunderbare Nachricht bringt. Du darfst die Mutter des Retters sein, auf den alle schon so lange warten. Und heute ist schon der vierte Adventssonntag. Und am vierten Adventssonntag sehen wir jetzt keine Figur, sondern ein Herz. Also irgendwas hat das mit Liebe zu tun. Wir werden schauen. Zuerst zünden wir unser Friedenslicht an. Wir alle wünschen uns Frieden. Und dann schauen wir mal von weit weg auf unsere Weihnachtsstraße, weil man es da gut sieht. Da sieht man die ganze Straße auf einmal. Also, schauen wir genau hin. Du siehst da die schwarze Straße, ist schon ziemlich weit beleuchtet. So weit sind Maria und Josef schon gegangen. Sie sind schon fast beim Stadttor von Bethlehem. Und beim Stall von Bethlehem. Ist gar nicht mehr weit bis Weihnachten. Gar nicht mehr weit. Schauen wir mal ganz genau hin auf die Straße, weil da hat sich nämlich was getan. Du wirst es gleich sehen. Also, begonnen hat alles in der kleinen Stadt Nazareth, wo der Engel zu Maria gekommen ist und gesagt hat, du sollst die Mutter des Retters sein. Aber auf unserer Weihnachtsstraße gehen wir schon ein bisschen länger. Da war schon der erste Adventssonntag. Und dann gingen sie da entlang und entlang bei den Hirten mit ihren Schafen vorbei. Bis zum zweiten Adventssonntag. Da war die Geschichte vom heiligen Nikolaus, weil der zweite Adventssonntag zugleich auch der Tag vom heiligen Nikolaus war. Und weiter vorbei an den Schafen und ihren Hirten. Bis zum dritten Adventssonntag mit der strahlenden Geschichte, wo ihr Engel zu Maria kommt und ihr eine so tolle Nachricht bringt und Maria sich so freut. Aber wir sind ja schon weiter, wir sind ja schon weitergegangen, vorbei an dem schlafenden Hirten. Schau mal, da sind sie jetzt. Am vierten Adventssonntag angelangt. Jetzt hast du ja auch auf deinem Adventkalender schon ganz viele Türchen aufgemacht. Sind ja fast keine mehr übrig. Schau mal, jetzt haben wir nur mal noch 4 Tage. Da ist schon das Stadttor von Bethlehem. Die Stadt Bethlehem ist schon ganz nahe. Und dann müssen sie noch über das kleine Brückerl. Und dann sind sie beim Stall. Und beim Stall hat sich einiges getan. Da haben sich ganz viele Engel versammelt. Schau mal. Große Engel und kleine warten schon alle auf die heilige Nacht. So wie du auf Weihnachten. Schau mal, ganz viele Kinder haben da wunderbare Engel gezeichnet. Und auch die musizierenden Engel, die haben schon geprobt, die sind schon bereit. Am 24. Dezember ist es dann soweit. Da haben wir noch Engel. Da ist noch ein bisschen Loch. Also ein paar Engel kommen da bestimmt noch.
Aber es ist ja noch Zeit. 4 Tage ist noch Zeit. Gut. Und jetzt wollen wir unsere Adventkranzfeier beginnen mit dem Ton der Stille und mit dem Lied Advent, du stille Zeit. Der Tag ist nicht mehr weit, wirklich nicht mehr weit, ganz nah. So, meine Lieben, heute werde ich euch einmal was vorspielen. Schauen wir mal, ob ich das kann. Also, ich will euch jetzt fragen, wir haben jetzt noch 4 Tage bis Weihnachten. Wir warten schon, wir sind natürlich schon ganz aufgeregt. Aber wie kann man denn am besten warten? Wie kann man das machen? Okay, ich spiele dir mal was vor. Ich bin die Mama. Mama, wie oft muss ich noch schlafen? Mama, du musst noch 4-mal schlafen. Okay. Mama, wie viele Tage? Es sind noch 4 Tage. 4 Tage bis Weihnachten. Okay. Mama, wie viele Stunden, Mama? Gebitte, willst du nicht nerven? 4 Tage sind's noch. Mama, wie oft muss ich blinzeln, bis Weihnachten ist? Wie oft muss ich blinzeln? Glaubst du, das ist eine gute Art, zu warten auf Weihnachten? Ich glaube nicht. Ich glaube, irgendwann einmal wird die Mama die Tür zumachen und wird nicht mehr hören wollen, was du sie fragst. Okay, also so machen wir es nicht. Wie könnte man denn noch warten? Vielleicht so.
es endlich Weihnachten? Urfahrt! Wann ist endlich Weihnachten? Wann ist endlich Weihnachten? Glaubst du, das war eine gute Idee? Wenn du dich einfach hinsetzt und einfach wartest, bis Weihnachten wird? Nein. Das ist ja fad. Nein, das geht gar nicht. Wie könnte man denn noch warten? Oh, vielleicht so. Hey, Weihnachten, in 4 Tagen ist Weihnachten. 1, 2, 3, 4. Weihnachten, 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 Weihnachten. Juhu, 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 juhu. Glaubst du, dass das der Mama gefällt? Wenn du jetzt 4 Tage in der Wohnung herumhüpfst? Ich glaube nicht. Okay, also, wie könnte man denn machen? Wie wartet man denn, wenn man Besuch bekommt? Es ist ja auch wie ein Fest, wie eine Geburtstagsparty. Also, wie wartet man denn da? Okay, dann tut man vielleicht den Tisch decken. Tischdecke vielleicht herrichten. Okay. Und vielleicht alles festlich beleuchten. Okay. So. Alles herrichten für den Besuch. So. Okay. Okay. Und dann vielleicht noch Tisch. Und vielleicht noch, was man auch sonst noch alles machen könnte, Blumen auf den Tisch stellen oder einen schönen Tischschmuck. Ich glaube, so könnte man warten. Und ich habe die Kinder gefragt, meine Schulkinder habe ich gefragt, sag mal, hast du eine Idee, was könnte man denn machen, während man auf Weihnachten wartet, auch wenn man schon ganz nervös ist. Was könnte man da tun in der Zeit? Oh, die Kinder haben viele Ideen gehabt. Und sie haben es mir gezeigt. Und ich habe es fotografiert. Okay? Und die zeige ich dir jetzt die Fotos. Und da möchte ich, dass du gut Acht gibst. Es waren 7 verschiedene Sachen. 7 verschiedene Sachen haben mir die Kinder gezeigt, was sie machen könnten, während sie waren. Vielleicht hast du ja noch viel mehr Ideen. Aber die Kinder haben mir 7 Sachen gesagt. Und versuch dir diese 7 Sachen zu merken. 7 Sachen. Kannst du dir 7 Sachen merken? Versuch's. Ich zeige dir jetzt diese Bilder. Und dann werden wir ganz kurz noch einmal versuchen, uns zu erinnern, was denn die Kinder gesagt haben, wie man denn war. So, da haben wir jetzt die Vorschläge der Kinder, wie ich sie gefragt habe, was machen wir denn in den letzten 4 Tagen vor Weihnachten? Was können wir denn tun? Wie können wir denn warten? Die erste Idee war mal, ich könnte mein Kinderzimmer zusammenräumen. Ja, ich glaube, das schaut schon netter aus, wenn es zusammengeräumt ist vor dem Fest. Die zweite Idee war, ich könnte ein schönes Bild malen. Das könnte ich dann jemandem schenken, der freut sich dann. Könnte ich jemandem eine Freude machen. Oder ich schreibe eine Weihnachtskarte. Ich zeichne vorne ein Bild hin und schreibe eine nette Nachricht. Vielleicht an jemanden, den ich jetzt zu Weihnachten nicht sehen kann.
male ich ein besonders schönes Bild vorne hin und dann schreibe ich ihm eine Nachricht. Die dritte Idee von den Kindern war, wir basteln. Am liebsten basteln wir Sterne, haben die Kinder gesagt, die kann man so schön überall hinhängen. Dann haben sie Sterne gebastelt. Schau mal, so schöne Sterne. Oder wir basteln eine Krippe, haben die Kinder gesagt. Die kann ich dann zu mir ins Kinderzimmer stellen oder ich kann sie auch der Oma schenken. Damit die Oma auch eine Krippe hat zu Hause. Schau mal, da gibt es ganz verschiedene Krippen. Da haben die Kinder ganz verschiedene Krippen gemacht. Die vierte Idee von den Kindern, wie wir denn warten können, war, wir helfen der Mama zu Hause. Wir kehren auf, wir räumen den Geschirrspüler aus und ein, wir gießen die Blumen oder wir gehen mit der Mama einkaufen oder wir backen mit der Mama Kekse. Die fünfte Idee von den Kindern war, wir spielen miteinander. Besonders wenn ich ein kleines Geschwisterchen habe und das ist noch mehr aufgeregt als ich, dann ist es gut, wenn es ein bisschen abgelenkt ist, wenn man miteinander spielt. Oder wir lesen, haben die Kinder gesagt, da kann ich selber lesen, eben ein spannendes Buch. Oder ich lese meinem kleinen Bruder oder meiner kleinen Schwester etwas vor. Die sechste Idee von den Kindern war, wir basteln einen Engel für den Weihnachtstisch. Da schreiben wir dann den Namen drauf. Da schreibe ich dann drauf Papa. Und dann stelle ich es dorthin, wo der Papa am Tisch sitzt. Und die letzte Idee von den Kindern, die war ganz besonders toll. Sie haben gesagt, wir schmücken das ganze Haus. Und da bin ich durchs Schulhaus gegangen, in meinen drei Schulen, wo ich Religionslehrer bin, und habe ich mir alles angeschaut, was die für tolle Ideen haben, wie man denn das Haus schmücken kann. Die Fenster sind natürlich besonders toll, mit diesem dünnen Seidenpapier, da kann man durchschauen, dann leuchtet das Licht durch. Siehst du, die verschiedenen Schulen haben da verschiedene Ideen gehabt. Schau mal. Sterne und bunte Bilder und Engel und Rentiere sogar. Schöne Zeichnungen haben sie aufgehängt. Weihnachtszeichnungen. Und sogar eine Kette in der Luft. Also, ich glaube, da haben wir noch eine ganze Menge zu tun in diesen 4 Tagen. Da fällt dir jetzt bestimmt was ein, was du auch machen kannst, während du auf Weihnachten wartest. Also, wir freuen uns alle schon sehr auf Weihnachten und wir werden jetzt ganz fleißig noch in den letzten 4 Tagen uns darauf vorbereiten und alles wunderbar schmücken zu Hause und sauber machen. Und dann wirst du auch ein paar Weihnachtslieder üben mit der Mama. Im Radio spielt so viele und auf YouTube kann man dann nachschauen. Und wenn wir dann zusammen am 24. Dezember singen, dass du die Weihnachtslieder dann schon kennst. Und dann wird es überall duften nach Weihnachten und überall Musik sein für Weihnachten. Und wir freuen uns schon so. Und darum singen wir jetzt zusammen das Lied Fröhliche Weihnacht, überall tönt es durch die Lüfte, froher Schall. Das kennst du bestimmt. Das singen wir jetzt zusammen. Weihnachtsfroh, Weihnachtsfroh.
So, jetzt bin ich aber neugierig. Hast du dir gemerkt, was die Kinder für Ideen gehabt haben? Diese 7 Ideen, diese 7, hast du sie dir gemerkt? Okay, also das erste war mal das, was kein Kind so gerne macht, das Kinderzimmer zusammenräumen. Das ist nett ausschaut in meinem Kinderzimmer. Haben die Kinder gesagt, das ist einmal das Erste, was man machen kann. Okay. Dann haben die Kinder gesagt, als Zweites, weißt du es noch? Genau, ich könnte jemandem eine Weihnachtskarte schreiben. Vielleicht jemanden, den ich nicht so treffen kann heuer. Ich schreibe ihm was Nettes, ich zeichne eine nette Karte, ich zeichne vorne ein nettes Bild und schreibe ihm was Liebes. Die Kinder, die die Weihnachtskarten geschrieben haben, die ich fotografiert habe, da war ein Mädchen dabei, das bald nicht mehr in der Schule ist, sie in eine andere Schule geht nach Weihnachten. Und darum haben die geschrieben, wir werden dich vermissen. Aber es ist schön, wenn ich jemandem sage, ich werde dich vermissen, ich habe dich gern. Vielleicht hast du jetzt auch jemanden, den du vermisst, weil du ihn nicht so viel besuchen kannst. Also das war das Zweite. Das Dritte war, da haben sie mein Zimmer, im Religionszimmer, das Fenster so toll gemacht, weißt du noch, was wir da hinaufgeklebt haben? Genau. Also Sterne basteln oder was anderes basteln, das ist auch eine gute Idee, wenn man warten muss. Als Viertes haben sie dann gesagt, ich könnte ja der Mama helfen, ich könnte aufkehren, ich könnte den Müll hinuntertragen, ich könnte beim Einkaufen der Mama helfen. Das könnte ich machen. Okay? Und dann haben sie gesagt, vielleicht wenn ich eine Schwester oder einen Bruder habe, der schon ganz nervös ist und ein bisschen lästig, vielleicht könnte ich mit dem ein bisschen spielen. Dann denkt er nicht mehr so dran an Weihnachten, 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 sondern dann beruhigt er sich ein bisschen. Also miteinander spielen ist auf jeden Fall auch eine gute Idee, wenn man warten muss. Dann haben sie gesagt, wir könnten für den Weihnachtstisch Tischkärtchen machen. Und sie haben als Tischkärtchen haben sie Engel gebastelt. Hast du es gesehen? Sie haben gesagt, da schreibe ich dann auf den Flügel drauf oder vorne, schreibe ich dann den Namen drauf, wer dort sitzen soll. Und der darf sich dann den Engel auch gleich behalten. Das ist auch eine gute Idee. Und dann haben die Kinder gesagt, ja, wir könnten das ganze Haus, könnten wir schmücken, die Fenster und die Türen und auch die Kästen. Überall könnte man was hingeben. Und damit man da ganz viele Ideen hat, bin ich in der Schule herumgegangen, hast du es gesehen? Da bin ich in 3 Schulen herumgegangen und habe mal fotografiert, was die alles gebastelt und gemacht haben, wie die ihr Klassenzimmer und den Gang geschmückt haben. Das war doch schön. Jetzt hast du ganz viele Ideen, was du alles basteln kannst, um das Haus zu schmücken. Das waren also die 7 Dinge, was den Kindern eingefallen ist, wie man denn warten kann. Vielleicht fällt dir noch was anderes ein. Gut, aber jetzt habe ich noch eine schwierige Frage an dich. Wenn du Geburtstag hast, bekommst du doch Geschenke, oder? Aber zu Weihnachten habe ich gar nicht Geburtstag. Und trotzdem bekomme ich Geschenke? Das ist doch komisch. Aber ich habe doch Jesus Geburtstag. Warum bekommt denn nicht Jesus die Geschenke? Wieso bekomme denn ich Geschenke und du? Und die Mama und der Papa? Wieso bekommt denn nicht Jesus die Geschenke? Das sagt uns dieses Herz heute. Weil Jesus einen großen Wunsch. Jesus wünscht sich, dass alle Menschen lieb zueinander sind.
dass die Menschen einander Freude machen, dass die Menschen einander glücklich machen. Das ist sein Wunsch. Und wenn du jetzt der Mama zu Weihnachten was schenkst und die Mama freut sich darüber, dann hast du auch Jesus ein Geschenk gemacht. Weil dann ist sein Wunsch in Erfüllung gegangen, dass wir einander Freude bereiten sollen. Darum ist er heute unser Herz. Jesus wünscht sich, liebt einander. Jetzt will ich dich noch einladen. Unsere Weihnachtsstraße ist ja noch nicht zu Ende. Maria und Josef sind ja noch nicht beim Stall angekommen. Das Jesuskind ist noch gar nicht geboren. Und darum möchte ich dich einladen, am 24. Dezember, am Heiligen Abend, bevor du deine Geschenke auspackst, kommst du noch einmal und schaust dir mit mir die Weihnachtsgeschichte an. Da erzähle ich dir, wie war denn das bei der Geburt von Jesus? Was ist da geschehen? Und dazwischen bei der Geschichte werden wir ganz viele Weihnachtslieder singen, die du vielleicht kennst oder die die Mama kennt oder die Oma. Also werden wir gemeinsam singen und die Geschichte hören. Und dann ist Zeit für die Geschenke. Weißt du noch, was Jesus sich wünscht? Genau. Liebt einander, helft einander. Das wünscht sich Jesus. Darum singen wir jetzt zum Schluss auch noch einmal dieses schöne Lied, Zünd ein Licht an. Ich freue mich schon, dich am Heiligen Abend zu sehen und dir die Weihnachtsgeschichte zu erzählen. In 4 Tagen ist es soweit. Baba! Zünd ein Licht an gegen die Einsamkeit. Ein Licht ist stärker als alle Dunkelheit. Es macht dich offen, lässt dich wieder hoffen. Es gibt dir neuen Mut, alles wird gut. Zünd ein Licht an. Mut, alles wird gut, zünd ein Licht an.